Tränke. Ich muss gar nicht wissen, wie viele Mana-Tränke wir jetzt eigentlich schon haben. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. 161. So gesehen brauche ich schon. War diese Brutalität wirklich nötig? Ja, war sie. Oh je. Das war das Landhaus Rose, ne? Oh je. Die Tür haben wir auch geöffnet, oder? Ja, doch. Die dürfen wir eigentlich schon geöffnet haben. Ja, haben wir. Gut. Ah, in der Gilde wartet eine wichtige Questkarte auf euch. Hier rüber. Ja, wir retten doch gleich den Archäologen. Es ist zwar schön, damit das Spiel halt immer wieder einen daran erinnert, aber... Wenn man möchte das jetzt aber gerade nicht machen. Stirb! Okay. Das war jetzt einfach. Bevor euer Kampf ich hol mir einen früheren Kampfmultiplikator. Ganz schlimm. Wir nehmen uns mal eine schwache Waffe. Waffen, Nahkampf, Stock, führen. Mensch, vielleicht geht er ja auch höher, wenn wir... Hoffen wir, dass der Erdtroll jetzt wieder da ist. Jawohl. Mist. So. Und jetzt lasst mich mal bitte gucken, aber ich glaube, umso stärker die Waffen sind, umso mehr Kampfmultiplikator bringen die dann auch. Ja, guckt's euch an. Ruckzuck. Und einen Diamanten. Wer braucht denn schon einen Diamanten? Wir brauchen Smaragd. Mann! Alter! So, wir fräsen uns einfach mal durch die Hops durch. So, kann es vielleicht sein, dass wir mit Kampfmultiplikator vor dem stehen müssen? Wenn ja, würde das ja natürlich dann auch Sinn machen. Aber wenn halt die blöden Magier nicht wären. Die ziehen uns immer so unseren Kampfmultiplikator wieder nach unten, das ist der absolute Wahnsinn. So, schwupp, kein Kampfmultiplikator mehr. Jetzt sieht's doch ganz gut aus. Alter! Und
zerstört. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Nein, ein Kampfmultiplikator von 10. Und wieso konnte der jetzt trotzdem seinen blöden Angriff machen, obwohl er tot war? Sogar nachweislich tot. Tot und tot. So, das Ganze machen wir jetzt wieder nach oben. Aber vor allen Dingen es ist sinnlos. Jetzt haben wir nämlich wieder einen Kampf mit dem Vater von 5. Wir müssen uns was einfallen lassen. Also so wird es definitiv nicht. Jetzt haben wir einen von 13. Moment. Ich belese mich mal kurz, wie wir das am besten machen sollten. Okay, ich lese am besten einfach mal vor. Dämonentür 3, Schmetterlingshaus. Greatwood Höhlen. Um diese Dämonentür zu öffnen, braucht ihr einen Mindestkampfmultiplikator von 15, damit ihr sie aufmacht. Besiegt die Hops vor dem Eingang und geht dann in die Hopphöhle und besiegt dort die anderen. Macht das schnell und wiederholt das Ganze, bis ihr 15 habt. Innen drin findet ihr die legendäre Waffe Entermesser Blautanne. Angriff 165 mit einer Blitzverstärkung. Das Coole an dieser Waffe ist, dass sie eine Art blauen Schleier nach jedem Schlag hinterlässt. Die Frage ist halt, Kampfmultiplikator 15 müssen wir haben, wenn wir direkt davor stehen oder allgemein schon mal gehabt haben. Aber da brauche ich eigentlich, glaube ich, nur in den Status gucken. Steht das, glaube ich, auch. Eliminiert Kampf. Höchste Kampfmultiplikator 23. Ich glaube, wir brauchen die 15, wenn wir genau davor stehen. Gedächtnispark? Moment, aber wenn wir uns jetzt beeilen und der Troll hier draußen ist. Dann haben wir nur einen Kampfmultiplikator von 13. Ah, in der Gilde wartet eine wichtige Questkarte auf euch. Na klasse. Hey, guckt sich an, wir haben wieder einen Kampfmultiplikator von 6. Das Schöne an diesem Attentäterangriff ist, dass wir für kurze Zeit dann keinen Schaden nehmen. Ja, und das war die falsche Richtung, mein Freund. Stirb. Nein! Die Viecher greifen doch sonst nicht sofort an. Oder hauen. Stirb. Kein Bock darauf, dass der mir jetzt 5 Minuten vor der Nase wegrennt.
Ja, kommt schon. Vielleicht noch ein Zauberer mehr. Das war jetzt wieder total für den Arsch, jetzt haben wir wieder nur 5. Okay, jetzt müssen wir rennen. Draußen machen wir dann noch fix diesen Troll fertig. Und dann dürften wir das Ganze haben. Dann dürften wir einen Kampfmultiplikator von insgesamt 15 haben. Das war ein Kampfmultiplikator von 14. Was soll ich denn noch? Oh ja, ihr seid der Mann. Schiebt euren Hintern rein. Okay, das war jetzt aber ein Kampfmultiplikator von 14. Ich meine, das Schwert bringt uns jetzt zwar nichts, aber wo wir schon mal hier so drüber sind, da geht das schon. So. Entermesser Blautschanner. Aber die Waffe ist grün. Genau, das ist das Entermesser, wenn ich es finde. Eisenaxt. Entermesser Blautanner. So. Hier, seht ihr diesen blauen Schleier, wie ich... Und auch so die Blitze. Also von der Animation her ist diese Waffe echt cool. Aber einfach ein Zacken zu schwach. Haben wir eigentlich für Verstärkungen? Gut. Dann dürfte es, glaube ich, noch mehr geben. Also von Dämonentüren. Das war jetzt das Schmetterlingshaus. Das Heiligtum haben wir schon. Das haben wir auch schon. Ah, aber es gibt noch eine beim, wie soll ich jetzt sagen, Freudenhaus. So. Gut, wir müssen hier rein. Genau. Da können wir uns jetzt auch mal fix auf den Weg machen. So zwischendurch können wir ja so alle Gegner so ein bisschen was ja anpieksen. Und die hauen, die andere hauen. Lauf! Ein Ding, ein Händler. Ein Händler, der was für mich haben könnte. Ihr seid hier genau richtig. Tätowierungen. Okay. Wir haben doch ganz viele Tätowierungen gefunden. Wildes Meer. Was haben wir denn hier? Talin-Clan.